So, jetzt bin ich gerade kurz vor dem Ende eines 77 Tage Urlaubs in der Karibik, von denen 21 Tage meine liebe Heidi dabei war, um schon von der nächsten super großen Reise, 150 Tage plus Transsibiria und Silk Road zu berichten. Ja, von dieser super großen Reise reden wir eigentlich schon, Heidi und ich, solange wir uns kennen. Und es hat eigentlich alles damit angefangen, dass wir vor gefühlten 15 Jahren schon mal die Transsibirische Eisenbahn, aber mit der Touristenversion im Zarengold fahren wollten. Und damals ist diese Reise wegen Vogelgrippe in Indien, wenn ich mich recht erinnere, abgesagt worden. Und wir haben dann als Alternativreise Kenia, Tansania und Sansibar mit einem Truck, mit Intrepid Travel damals gemacht, was dann wiederum der Auslöser war, um solche Overland-Reisen deutlich mehr zu machen. Und bis heute haben wir insgesamt so um die 25 solcher Reisen gemacht. Einen großen Teil habe ich mit Heidi zusammen gemacht, ein paar habe ich alleine gemacht. Ja, und das hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass wir uns also ernsthaft mit der Silk Road auseinandergesetzt haben, weil das ist eine der Klassiker-Touren, in diesem Fall über 120 Tage, und sie führt im Prinzip durch eine Region, die Heidi schon als Kindheitstraum hatte, bereisen zu wollen. Ja, und jetzt wird es Realität, jetzt machen wir beide Reisen in einer Kombination. Ja, und was noch toller ist, Heidi geht im April nach St. Petersburg, um ihr Russisch deutlich zu verbessern, denn das brauchen wir dringend auf der Reise, speziell auf der Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn, weil die ist dann wirklich von uns selbst organisiert. Und da muss einer von uns zumindest mal Russisch sprechen. Glücklicherweise kann Heidi das ein bisschen. Und ich denke mal, nach dem April wird das deutlich besser sein. Ja, und dann geht es im Mai los auf diese super große Tour. Und das wird sicherlich noch einen Teil unseres weiteren Lebens verändern. Ja, und danach kommt noch mal eine ganz, ganz große Reise, die Transamerika, ein Jahr später, aber davon will ich jetzt hier gar nicht berichten. So, die 120-Tage-Reise Silk Road, also Seidenstraße, haben wir bereits im Frühsommer 2017 bei Dragoman gebucht. Neuerdings buchen wir das ausschließlich direkt über E-Mail, weil es für uns schlicht und ergreifend einfacher ist, E-Mail im Thema steckt und er im Prinzip für uns sogar noch Nachlässe rausholt, die wir vielleicht sonst alleine selbst gar nicht bekommen hätten. Als wir gebucht haben, haben wir einen Listenpreis bezahlt. Ich glaube, 4 Wochen oder 8 Wochen später kam dann plötzlich per E-Mail das gleiche Reiseangebot mit 20% Nachlass. Und Emil war so clever, nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe, bei Dragoman in Yorkshire in England diese 20% auch noch nachträglich zu bekommen. So, und das mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das war auch großer Zufall. Voriges Jahr, im Juni 2017 waren Heidi und ich für eine Woche in St. Petersburg. Dabei haben wir Katharina kennengelernt. Das ist eine Russin, die ein kleines Vermittlungsbüro im Reisebüro in Petersburg betreibt, das heißt City Friends. Und die hat uns damals sehr, sehr gut geholfen in St. Petersburg. Und wir haben uns dann ein bisschen mit ihr angefreundet, und das hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass Katharina uns hilft, alles zu buchen. Und das bedeutet, Heidi wird ja im April nach St. Petersburg gehen, um ihr Russisch zu verbessern, und bei der Gelegenheit wird sie dann auch direkt live am Bahnhof die entsprechenden Fahrkarten für Viererabteile buchen. Das bedeutet, wir gehen dann von Moskau, vielleicht sogar von St. Petersburg, das steht heute noch nicht fest, quer durch Russland und machen, ich glaube, an 6 Stationen Halt und steigen dann aus und haben dann die Möglichkeit, die jeweilige Stadt kennenzulernen. Und Stand heute ist es so, dass wir etwa 14 Tage unterwegs sein werden, bis wir dann am Ende in Novosibirsk ankommen und dann noch mal ein bisschen rückwärts fahren bis Ulaanbaatar. Ja, und dann ist die Reise komplett, und in Ulaanbaatar werden wir vielleicht einen Tag vorher da sein als nötig, um uns auf die Gruppe vorzubereiten. Und ich vermute aus heutiger Sicht, dass wir die Einzigen sind, die die Gesamtroute bis nach Istanbul zurückfahren. Ich vermute, dass der Anfang der Reise, also logischerweise in der Mongolei, komplett ausgebucht ist, und dass dann im Verlauf der weiteren Reise wir dann
relativ alleine unterwegs sein werden. Ist meine persönliche Vermutung, aber wer weiß, vielleicht ist es auch andersrum. So, das alles ist erst möglich geworden, nachdem wir Anfang 2017 die Entscheidung gemeinsam getroffen haben, dass Heidi zum Oktober 2017 komplett aufhört zu arbeiten. Diese Entscheidung ist gerade meiner Heidi nicht gerade leicht gefallen, was ich auch nachvollziehen kann, aber es war einfach die Grundlage dafür, dass wir überhaupt so eine Buchung im Sommer durchführen konnten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Lösung für mein Geschäft. Letztendlich wäre es mir auch egal gewesen, selbst wenn ich Christian nicht gefunden hätte, der vermutlich mein Geschäft übernehmen wird 2018. Ich hätte es trotzdem gemacht, denn ich werde ja auch nicht jünger und im Januar bin ich 67 geworden und ja, wenn ich die Reisen jetzt nicht mache, wann soll ich es dann machen? Ja. So, insofern, es ging eigentlich im Wesentlichen darum, dass Heidi ihre Entscheidung getroffen hat, aufzuhören mit Arbeiten. Ja, und das war aus heutiger Sicht definitiv auch die richtige Entscheidung. Und jetzt sind wir beide frei, noch deutlich mehr Reisen zu machen, als wir das sowieso schon gemacht haben. Und jetzt stehen einfach diese zwei Mega-Reisen an. Und ja, das ist es eigentlich. Im Vorfeld alles so geschehen. Also die Grundlage von allem ist sicherlich, dass wir diese Reise machen wollten und dass Heidi zum Oktober 2017 aufgehört hat zu arbeiten.